Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den DJ Osmo Pocket. Und dieses kleine Ding hat mich komplett verzaubert. Und warum es mich verzaubert hat, liegt auf der Hand. Es ist endlich mal so klein, dass es in die Hand passt, in die Hosentasche. Und es hat einen mechanisch gesteuerten Drei-Achsen-Gimbal, wo man endlich smoothe Kamerafahrten machen kann, was bisher mit der GoPro nie gelungen ist. Beziehungsweise man musste extra einen Gimbal sich dafür kaufen oder ein Smartphone-Gimbal, um smoothe Aufnahmen zu machen. Und jetzt kann ich alles aus einer Hand machen und kann das kleine Gerät hier sogar in die Hosentasche stecken. Und deswegen musste ich es unbedingt haben. Jetzt habe ich es und jetzt wollte ich es natürlich auch testen. Und am 5. Januar war ich im Arcade-Museum mit Freunden unterwegs und dort waren die perfekten Bedingungen, um diesen Gimbal zu testen auf Herz und Nieren. Und zwar wollte ich das Mikrofon testen, den Autofokus und die Lowlight-Eigenschaften. Übrigens, wer das Arcade-Museum nicht kennt, das ist ein echter Geheimtipp in Seligenstadt. Macht einmal im Monat, am ersten Samstag im Monat, öffnet es die Pforten von 12 bis 21 Uhr. Und das ist eine Reise in die Vergangenheit. Es ist der Wahnsinn, was einen dort erwartet. Flipperautomaten, Arcade-Automaten, alles aus den 80er und 90er Jahren. Also genau meine Generation, die damals angefangen hat, in Kneipen, Imbissen, wo auch immer diese Automaten standen, zu flippern und ihr Taschengeld zu verzocken. Das findet man dort wieder und es war echt eine Sensation, dieser Besuch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme diesen kleinen Freund hier mit und dort kann ich alles testen. Und weiterhin konnte ich testen, wie ist die Akkulaufzeit, wie ist das die Audioaufnahme natürlich, weil dort ist natürlich jeder Automat, gibt irgendwelche pfeifenden, piependen, blinkenden, keine Ahnung, für Signale von sich, da ist ein Höllenlärm und wie kommt das Mikrofon damit zurecht? Und das alles seht ihr in der kleinen Zusammenfassung, die ich gemacht habe. Wir sehen uns gleich wieder zum Fazit. Rechts. Gut. Wir sind jetzt on Tour auf der A3. Wir haben noch ca. 20 Kilometer Fahrt bis dorthin. Wir haben jetzt 10:30. Wir werden wahrscheinlich so um 11 da sein. Uns wurde gesagt, lieber ein bisschen früher da sein, damit wir auch wirklich reinkommen, weil der Andrang ist wohl relativ groß und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Ansonsten macht das Ding halt zu. Ich freue mich total drauf auf die Flipper. Das sind alles Erinnerungen aus den 80er, 90er Jahren. Und mal schauen, was diese kleinen Finger noch alles an den Flipper-Tasten so bewerkstelligen können, wie das so ist. Bis gleich. Zweimal bitte. Zweimal. 32 Euro. Dann machen wir es besonders sorgfältig. Ja. So. Hi. Thank you.
Das Fazit. Ich habe den kleinen Osmo jetzt mal verpackt in seine Schutzhülle. Die ist wirklich stabil, da kann nichts passieren. Das heißt, das kann man einfach in Rucksack, Handtasche, Hosentasche tun. Also wirklich perfekt. Und das ist auch der erste Punkt meines Fazits. Es ist ungeschlagen handlich, diese innovative Kamera mit dem Gimbal. Es ist wirklich der Knaller, wie einfach das Filmen an diesem Tag war. Ich musste nichts beachten. Man hat mich auch mit diesem Gimbal nicht weiter ernst genommen im Sinne von, Achtung, da filmt einer, da kommen Fotos, Aufnahmen ins Internet. Ja, ich muss sofort mich beschweren, das Recht am eigenen Bild und was man alles für Gespräche in der Vergangenheit schon führen musste. Nein, mit diesem kleinen Gerät, das ist ungefähr noch unauffälliger wie mit dem Smartphone zu filmen. Und deswegen, klar, toll, ich bin begeistert. Und auch den ganzen Tag das Gerät in die Hosentasche rein, raus, aufbauen, anmachen, wegpacken, das nervt wirklich nicht. Toll. Dafür liebe ich es immer noch. Test Nummer 2, das Mikrofon. Ja, für die schlechten akustischen Bedingungen, die dort waren, einfach 200 Störgeräusche, Menschen, Gerede, waren die Aufnahmen, die Tonaufnahmen wirklich ganz gut. Und selbst die Sprachaufnahme im Auto, als wir hingefahren sind, da muss ich sagen, das eingebaute Mikrofon macht seinen Job ganz gut. Vergleicht's mal mit einer GoPro. Da habe ich schon ganz andere Probleme gehabt. Und da muss ich sagen, top, gute Arbeit, DJI. Jetzt kommen wir aber zum Autofokus. Tja, DJI, was eben noch top war, ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz so doll. Es ist fast schon eine kleine Hassliebe. Weil ich weiß nicht, was dieser Autofokus sich manchmal denkt. Denkt der überhaupt mit? Oder macht er einfach im logischen Rhythmuswechsel, denkt er sich, ich stelle mal nach links scharf. Ach, guck mal, hier ist auch was interessant, da stelle ich scharf. Gesicht, ja, ich weiß, ich habe ein Gesichtstracking, aber ich nehme es gerade nicht ernst. Keine Ahnung. Jedenfalls waren doch einige Aufnahmen, die leider dadurch versaut worden sind. Beziehungsweise am Anfang muss man dem kleinen Kerlchen hier echt Zeit geben, bis er so langsam sich justiert und einstellt und dann das Richtige fokussiert. Aber warum er dann auf einmal sich denkt, hey, auf dich habe ich keinen Bock mehr, ich fokussiere jetzt auf irgendwas anderes, das kann ich nicht beantworten. Und da müsst ihr echt was tun, DJI. Vielleicht ein Firmware-Update, ich weiß es nicht. Macht auf jeden Fall irgendwas. Und zwar das, dass es jeder, der dieses Gerät der ersten Generation verwendet, auch davon partizipiert und nicht erst in der Version 2 oder 3 rausbringen. Ja? Ganz wichtig, denk dran, weil 359 Euro ist eine Menge Geld für so ein kleines bisschen Kamera und da möchte ich schon ein bisschen Qualität, erwarte ich da, gerade vom Autofokus. Ja, Gesichtstracking. Mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Warum auch immer. Aber das werdet ihr mir sicherlich bald über ein Firmware-Update beantworten können und dann wird die Gesichtserkennung viel besser laufen. Jetzt kann man ja sagen, naja, dann schließ doch dein Handy an. Dann siehst du es doch auf einem größeren Bildschirm. Ja, das ist richtig. Könnte ich machen, aber ich will ja genau diesen kleinen Kerl hier in meiner Hosentasche haben. Und ich will nicht ein Handy anbauen und noch eine Halterung. Das passt nicht mehr in die Hosentasche. Also von daher, genau das will ich haben, was ich gekauft habe. Und nicht über optionales Zubehör es besser machen können. Na klar, zur Not, wenn ich andere Aufnahmen mache, schließe ich das Handy an, nehme die Halterung und kann dann über eine verbesserte Bildkontrolle das gegebenenfalls auch korrigieren. Aber mit dem kleinen Display, was die hier verbaut haben, ist eine Bildkontrolle, was den Autofokus betrifft, überhaupt nicht möglich. Und von daher ist es immer nur ein Raten, ein Schätzen, ein Hoffen. Und später am PC ein Ärgern. Von daher hier ein klarer Minuspunkt und ich hoffe, ihr bessert nach. Das Display, der nächste Punkt. Ich möchte es nochmal kurz hier zeigen. Es ist wirklich klein, aber man erkennt, was man filmt. Und zwar, wenn ich den so halte, erkenne ich das wirklich gut. Da weiß ich ungefähr, was ich filme und ich sage mal, die Trefferquote ist 100%. Aber mit so einem Gimbal filme ich ja nicht so,
sondern mit so einem Gimbal filme ich mal so. Ja? Das heißt, von unten nach oben. Jetzt kann ich aber nicht mehr auf das Display schauen. Und was mache ich jetzt? Jetzt muss ich raten, wo es ist. Okay, jetzt könnte ich wieder sagen, ja, dann schließ doch dein Handy ab. Aber wenn ich mein Handy auch in dieser Position sozusagen hier anbinde, dann ist das Display von meinem Handy aber auch unten. Und von daher, dann kann ich es nicht beobachten. Und das heißt, hier muss ich natürlich raten, wohin die Reise geht. Auch hier die Bitte, wann kommt das WLAN-Modul, dass ich das Handy nicht immer über diesen USB-C-Adapter anschließen muss. Ja, dann kann ich nämlich wirklich den Osmo hier unten halten und hier habe ich das Handy und dann kann ich eine gute Bildkontrolle machen, ja, dass ich auch ungewöhnliche Perspektiven machen kann. Also von daher, dieser kleine Bildschirm, nett gemeint, funktioniert aber nicht so richtig und ich weiß auch gar nicht, für welche Zielgruppe es genau dieser ausgestreckte Arm nur sein kann, weil eigentlich sollen es ja die Profis auch nutzen, aber ist es für die Profis dann gedacht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fazit Nummer 2, Lowlight-Eigenschaften. Jawohl, irgendwie cool. Ein super kleiner Sensor ist dort verbaut. Und er schafft es, in diesen schlechten Lichtbedingungen, in dem Arcade-Museum, richtig gute Aufnahmen hinzubekommen. Na klar sehe ich ein Bildrauschen, aber vergleiche ich das mal mit einer Kamera von Canon, die ich mir vor 10 Jahren gekauft habe. Das war die Canon 5D Mark II. Damals war es der Hype, hey, du kannst mit dieser Kamera, mit dieser Spiegelreflexkamera endlich mal in Full HD filmen, ja. Und wenn ich dann mit dieser Kamera, und das ist ein Vollformat, in so eine Halle gegangen wäre, da hätte jeder gesagt, hast du einen Vogel, was erwartest du denn, ja? Bildrauschen ist doch ganz normal, das geht nicht besser. Ja, und deswegen muss ich sagen, dieser kleine Sensor macht einen total tollen Job. Und mit dem Bildrauschen kann ich gut leben. Und nur mal zum Vergleich, ich kann es nicht technisch beantworten, wie viel Lux Licht dort waren, aber jede Fußgängerzone in einer Großstadt ist abends besser beleuchtet als diese Spielhalle, die wir dort besucht haben. Also von daher muss ich sagen, top Ergebnis, ich kann damit gut leben und in der Regel macht man ja auch die Aufnahmen bei etwas mehr Licht, wenn man draußen ist, wenn man in Action ist, dafür ist ja der Gimbal eher vorgesehen. Und nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte bei ganz wenig Licht irgendwelche professionellen High-End-Quality-Aufnahmen haben. Also, aber der Test hat mir gezeigt, auf was ich achten muss und wo auch ein bisschen die Grenzen sind. Und das ist ganz wichtig für dieses Handling hier, weil das Display ist halt so klein, um das am Bild hier zu überprüfen. Deswegen muss man einfach ein bisschen üben damit und muss sich sozusagen ins Geschehen stürzen, um herauszufinden, was kann der Gimbal gut und was kann der Gimbal nicht so gut, damit man seine Filmgewohnheiten entsprechend darauf einstellen kann und das Film damit richtig üben kann. Im Abschluss kann ich sagen, es ist immer noch eine richtig geile Liebe, die hier entstanden ist, aber der Alltag ist auch eingekehrt und den gilt es jetzt miteinander zu verbringen, so möchte ich es mal ein bisschen übertrieben ausdrücken. Und Ecken und Kanten sind hier und die gilt es jetzt weiter zu verfeinern und ich hoffe, dass die Firmware-Updates letztendlich auf dem richtigen Weg sind und ich bin gespannt auf das weitere, doch sehr teure Zubehör, wie man das gut einbringen kann, weil da soll es ja noch das eine oder andere geben, wie zum Beispiel, dass hier dieser Gimbal dann in der Neigung direkt verstellt werden kann über dieses Rädchen. Man soll ein externes Mikrofon anschließen können. Es soll auch eine Halterung geben, damit dann hier ein Stativgewinde ist. Übrigens, mal eine kurze Frage an DJI. Wieso habt ihr es nicht geschafft, hier ein Gewinde reinzubohren? Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein, ja? Jetzt muss ich mir für 25 Euro wahrscheinlich hier noch eine extra Halterung kaufen, damit ich das Ding entsprechend irgendwo auf ein Gewinde im Stativ schrauben kann. Also, es gibt noch viele kleine Ecken und Kanten, die es zu bearbeiten gilt. Ich hoffe, DJI macht seine Hausaufgaben. Ich freue mich jedenfalls darauf und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.